Die Wissenschaft hinter der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen, Verfahren und Methoden. Zahnfleischerkrankungen sind ein haufiges Problem, das viele Menschen betrifft. Es kann zu Schmerzen, Enzaeinviertelendungen und sogar zum Verlust von Zahninen FA1-Viertleren. Klar, einviertelklicherweise gibt es heute eine Vielzahl von Behandlungsmethoden, die es ermöglichen, Zahnfleischerkrankungen effektiv zu behandeln und ihre Auswirkungen zu minimieren. In diesem Video werden wir uns nachher mit der Wissenschaft hinter der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen beschäftigen und die verschiedenen Verfahren und Methoden diskutieren, die zur Wehrvereinviertelung stehen. Einer der wichtigsten Schritte bei der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen ist die Diagnose. In den meisten Fällen wird eine Zahnfleischerkrankung durch die Enzaeinviertelung des Zahnfleisches und Bluten bei der Reinigung der Zahni diagnostiziert. Der Zahnarzt kann auch eine genaue Diagnose durch eine eingehende Untersuchung des Zahnfleisches und Röntgenbilder des Kiefers stellen. Auf der Grundlage dieser Diagnose wird der Zahnarzt eine geeignete Behandlungsmethode vorschlagen. Eine der häufigsten Behandlungsmethoden FA1/R Zahnfleischerkrankungen ist die professionelle Zahnreinigung. Dieser Prozess beinhaltet die Entfernung von Plaque und Zahnstein von den Zahninen und dem Zahnfleisch. Dies hilft, die Enzaeinviertelung zu reduzieren und das Phänomen des Zahnfleischblutens zu bekämpfen. In einigen Fällen kann eine professionelle Zahnreinigung allein ausreichen, um die Zahnfleischerkrankung zu behandeln. In anderen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, weitere Behandlungen durchzuvereinviertelern. Eine weitere Behandlungsmethode FA1/R Zahnfleischerkrankungen ist die Skilling und Wurzelplanung. Dieser Prozess beinhaltet die Entfernung von Plaque und Zahnstein unter dem Zahnfleisch und die Glattung der Wurzeloberflächen, um das Wachstum von Bakterien zu verhindern. Dieser Prozess ist oft etwas invasiver als eine professionelle Zahnreinigung, kann aber sehr effektiv sein, um Zahnfleischerkrankungen zu behandeln. In einigen schwerwiegenden Fällen von Zahnfleischerkrankungen kann eine chirurgische Behandlung erforderlich sein. Eine gängige chirurgische Behandlung ist die sogenannte Zahnfleischtransplantation, bei der gesundes Gewebe vom Gaumen oder einem anderen Bereich des Mundes entnommen wird und an die betroffenen Stellen transplantiert wird, um das Zahnfleisch wieder aufzubauen. Diese Art der Behandlung kann effektiv sein, um schwere Fälle von Zahnfleischerkrankungen zu behandeln und das Risiko von weiteren Komplikationen zu reduzieren. Neben diesen traditionellen Behandlungsmethoden gibt es auch verschiedene neue Technologien und Methoden, die zur Behandlung von Zahnfleischerkrankungen eingesetzt werden können. Ein Beispiel hierfür ist die Laserbehandlung von Zahnfleischerkrankungen. Bei dieser Methode wird ein spezieller Laser verwendet, um das infizierte Gewebe zu entfernen und die Heilung zu erfahren. Diese Methode kann weniger invasiv sein als herkömmliche chirurgische Verfahren und kann daher FA1/R einige Patienten eine attraktive Option sein. Es ist wichtig zu betonen, dass die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen nicht nur darauf abzielt, die Symptome zu lindern, sondern auch dazu beiträgt, das Fortschreiten der Erkrankung zu stoppen und das Risiko von Komplikationen zu reduzieren. Daher ist es wichtig, regelmäßige Zahnarztbesuche zu machen und eine gute Mundhygiene zu praktizieren, um Zahnfleischerkrankungen vorzubeugen. Insgesamt bietet die moderne Zahnmedizin eine Vielzahl von effektiven Behandlungsmethoden FA1/R Zahnfleischerkrankungen. Indem wir die Wissenschaft hinter diesen Behandlungen verstehen und sie gezielt einsetzen, können wir dazu beitragen, die Gesundheit unseres Zahnfleisches zu erhalten und unsere Mundgesundheit insgesamt zu verbessern. Denken Sie daran, dass es nie zu spät ist, mit der Behandlung von Zahnfleischerkrankungen zu beginnen, und suchen Sie bei Problemen unbedingt einen Zahnarzt auf. Ihre Zahni und Ihr Zahnfleisch werden es Ihnen danken.